Hey Jungs und Mädels, willkommen bei Mr. Walla. Heute geht es um den weltbesten Bissanzeiger. Sehr, sehr wichtig für uns. Bleibt dran. Der beste und für uns Welsangler zum Stellfischen am meist geeignete Bissanzeiger ist nach wie vor die Aalglocke oder Welsglocke oder wie auch immer. Natürlich gibt es auch elektronische Bissanzeiger von den verschiedensten Herstellern, mittlerweile glaube ich 10 verschiedene Stück auf dem Markt, aber keiner von denen kann das, was die Aalglocke kann. Die Aalglocke klingelt und das ist ganz, ganz wichtig. Alle elektronischen Bissanzeiger sind auf 2 Arten von Biss programmiert. Das ist einmal der Vibrationsalarm im Blenk und zweitens mit so einem Neigungsschalter, also Sensor, die Neigung von der Rute. Das heißt, wenn der Fisch den Köderfisch nimmt, lässt sich fallen, dann neigt sich die Rute nach vorne, der Bissanzeiger gibt Alarm. Oder es rüttelt an der Schnur und der Blenk rüttelt quasi, weil der Rüttelbissanzeiger ist hier am Blenk fixiert. Wenn der Blenk rüttelt, und dann piept das Ding auch. Alles recht und schön. Aber der Biss erfolgt ja eigentlich bei einem Wels in dem Moment, in dem der Wels den Köderfisch packt oder einsaugt. Gell? Und wenn jetzt der Köderfisch an einer Montage von uns abgespannt ist und steht hier im Wasser und der Wels kommt und packt den Köder oder saugt den Köder kurz an und dann gibt es einen ganz kleinen Schlag in der Schnur, gell? Nicht im Blenk oder irgendwie, sondern in der Schnur. Ich bezeichne das als Ansauge. Und zwar, da macht die Glocke wirklich nur einmal ein ganz, ganz helles Klingeln, ding, das war's schon. Und in der nächsten Sekunde oder 2 Sekunden sieht man dann, Rute geht nach vorne, Rute geht nach hinten oder fängt an zu vibrieren oder. Aber der Biss ist ja eigentlich in dem Moment, in dem der Wels den Köder ansaugt. Und dann müsste ich eigentlich schon den Anschlag setzen. Weil oft ist es so, gerade in viel befischte Gewässer, gell, wie zum Beispiel auch im Po, dass die Fische wirklich sehr, sehr vorsichtig sind. Und wer denkt, der Wels kommt, inhaliert den Köder und schluckt den gleich am besten bis zum Arschloch, der ist komplett fehlinformiert. Und oft ist es halt so, dass gerade die großen, erfahrenen Fische, die packen den Köder, zack, und lassen sich erstmal ganz, ganz langsam fallen. Und wenn sie Widerstand merken, und dann spucken sie sofort den Köder aus. Setzt sich aber in dem Moment, in dem der große Fisch den Köder im Maul hat, schon der Anschlag, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass der Fanghaken und auch der zweite Haken, der Drilling, vielleicht außen im Mundbereich irgendwo hängt. Also ich habe schon sehr, sehr viel Bisse angeschlagen, wo die Gäste im Nachhinein gesagt haben, hätte ich niemals gesehen, hätte ich nicht mitbekommen, hätte ich auch nicht angeschlagen. Wo man dann Fische drauf gefangen haben, große Fische, weil die großen Fische das einfach so gewohnt sind. Natürlich hat neben der Aalglocke, gell, auch der elektronische Bissanzeiger seine Berechtigung, das ist ganz klipp und klar. Der zeigt den feinen Biss, das Ansaugen, zeigt kein elektronischer Bissanzeiger auf dem Markt wirklich an, sondern das kann nur die Glocke, das ist einmal ein ganz helles Ding, klicke. Gell, das ist auch das, wer einen Hund hat zum Beispiel, der kennt es. Ein Hund ist oft viel schneller an der Rute beim Biss, wie es Herrscher selbst, oder kriegt den Biss viel schneller mit. Das ist einfach dieses erste Ansaugen, das kommt bei jedem Biss. Oft kommt dann natürlich der Biss brachial, läuft richtig in die Rute rein oder Reißleine knallt, irgendwas passiert. Aber das feine Klingeln beim Ansaugen vom Köderfisch, das kommt bei jedem Biss und das erkennt kein elektronischer Bissanzeiger. Ich habe natürlich auch elektronische Bissanzeiger, weil sie absolut ihre Berechtigung haben. Gerade wenn man jetzt weit weg ist von der Route, es stürmt, es regnet draußen, dann hört man natürlich so ein einzelnes Ansaugen von den Fischen nicht. Und dann ist natürlich so ein Bissanzeiger auch berechtigt. Ich habe selbst ein paar. Diese Cat Sounder sind für mich die geilsten Modelle, die es auf dem Markt gibt. Kosten zwar ein bisschen mehr Geld, funktionieren aber. Das ist so mein Backup, wenn ich wirklich mal weit weg von der Rute sitze, was ich eigentlich vermeide, weil ich will ja, eigentlich ist ja mein Ziel 100% Bissausbeute. Und die 100% Bissausbeute, die kann ich einfach nur erreichen, wenn ich auch solche Bisse anschlage, die diese Bissanzeige noch lange nicht anzeigen würden. Weil oft ist es halt so, bei großen, erfahrenen Fischen, das kurze Ansaugklingeln, klack, ein ganz kurzes Klicken von der Glocke und dann geht die Rute ein paar Zentimeter nach unten, das ist das, wo der Fisch sich fallen lässt und kontrolliert, ob da Spannung hinten dran ist hinter dem Ganzen. Sobald er den kleinsten Widerstand merkt, lässt er los, sind ja genug andere fressbare Fische in seiner Nähe, definitiv.
Wie gesagt, mein Backup für Bissanzeiger auf jeden Fall die Cat Sounder Sven Dombach Edition. Die sind auf jeden Fall jeden Cent wert und funktionieren zu 100%. Die halten, was sie versprechen. Also ich selbst bin wirklich der Meinung, dass die Aalglocke der beste Bissanzeiger ist. Ich verwende auch zu 99% bei meiner Fischerei nur Aalglocke. Die Aalglocke hat natürlich auch Nachteile. Das ist zum Beispiel, dass sie beim Anschlag wegfliegt, dass wenn die Reißleine auf eine abgespannte Rute knallt und die Rute stellt sich gerade, die Glocke irgendwo in die Hecke fliegt, nur einmal klingelt, wenn sie dort auf dem Boden aufschlägt. Gell? So verpasst man oft viele Bisse, gerade in Situationen, wenn man im Zelt liegt und schläft zum Beispiel oder ein bisschen weiter entfernt ist von der Rute. Das hat mich immer stark genervt, das Ganze. Ich weiß nicht, wie viel 1000 Glocke, das ich glaube ich schon versenkt habe. Also Glocke ist ja quasi bei jedem Biss weg. Es ist ja einfach so. Entweder kommt die Rute noch hineingeschnallt und das Ding ist weg oder beim Anschlag. Also ich schätze, von bei 10 Bisse gehen 8 Glocke verloren. Ich habe mal, wie ich bei Zack Fishing angefangen habe, habe ich Glocke bestellt und Glocke bestellt. Da sagt der Carsten auf einmal zu mir, Alter, was machst du mit deiner ganzen Glocke? Und dann sage ich, ja, fresse du sie nicht, ich tue sie halt verlieren. Das ist auch nicht viel besser, gell? Weg ist weg, aber ist halt so. Und wer viel angelt, braucht viel Glocke. Um dem entgegenzuwirken, haben wir uns entschieden, jetzt so Glocke zu machen. Also eine zweiteilige Glocke. Das ist quasi ein Teil, welches immer am Blenk von der Rute montiert bleibt. Und die Glocke kann man dann während dem Drill oder zum Transport einfach abnehmen. Und dann hat das lästige Thema mit der Glockenverliererei und so weiter endlich ein Ende. Haben wir noch zwei Löcher für Knicklichter, so kann man wirklich oberhalb von der Glocke und unterhalb von der Glocke knicklich positionieren. Das ganze Teil ist echt sehr durchdacht. Um euch den Unterschied zwischen dieser Probell und einer herkömmlichen Aalglocke oder Welsglocke zu zeigen, baue ich jetzt mal kurz einen Test auf. Dann probieren wir ein paar Glocken durch, welche das wegfliegen, welche das halten. Das werden wir gleich sehen. Also dieses Teil ist wirklich die Endlösung, definitiv. Wenn ihr die Glocke kauft, dann sind da quasi in diesem Tütchen drin die zwei Teile Glocke und jetzt bloß noch 5, eigentlich 6 solche O-Ringe, solche Gummiringe. 3 in groß, 3 in klein. Und dann könnt ihr euch entscheiden, wo ihr diesen Schlitten am Blenk anbringt, ob ganz oben an der Spitze, so wie ich das mache, oder weiter unten. Jeder so wie sein Geschmack ist, wie er das möchte. Gell? Zeige ich euch kurz, wie man das montiert und dann machen wir auch einen geilen Test, dass wir mal sehen, ob das Teil wirklich hält. So, jetzt sucht der Eule erstmal den Ring. Ach Gott, das gibt's ja gar nicht, Alter. Arwin Lux oder der Typ. Aber wenn nachher das drin wäre, was draufsteht, Alter. Also, die Montage von der Glocke ist ganz einfach. Pfeilrichtung nach oben. Wie gesagt, ich montiere es gern ganz oben. Deswegen nehme ich hier diese kleinen O-Ringe. Den einen O-Ring, den schiebe ich hier zwischen dem Ringsteg durch. Dann kann das ganze Teil nicht verrutschen. Hänge ich ein, hier über, zack, so. Jetzt ist schon das erste Teil montiert. Der zweite O-Ring, da drüber. So, jetzt ist die Glocke montiert und fliegt auf jeden Fall beim Biss nimmer weg. Sehr, sehr geil. Und im Handumdrehen montiert, ihr habt es ja gesehen. So sieht das ganze Teil fertig aus, wenn es montiert ist. Einfach diese zwei O-Ringe, den Schlitten. Und dieses Teil dann kann ich einfach runterschieben oder wieder draufsetzen. So, um das Ganze zu testen, habe ich jetzt mal die ProCat Soft fertig gemacht. Stell die Rute jetzt mal hier rein einfach. Umklappbügel zu, weil das ist das Wichtigste, dass die Rute nicht wegfliegt, wenn die Rute nach hinten schnallt. Lauf mal davor ans Boot, binde an. Dann spanne mal das ganze Teil, dann schneide ich die Schnur am Boot durch. Das wäre quasi, wenn die Reißleine knallt, die Rute fliegt zurück und dann schauen wir, was passiert. So, ich habe jetzt hier die ProCat Soft mal richtig schön durchgespannt, laufe jetzt vorne Ruteständer, schneide die Schnur durch, hat dasselbe Effekt, wenn die Reißleine knallt, die Rute fliegt zurück und dann bin ich mal gespannt, ob die Glocke noch dran ist. 3, 2, 1. Also, ihr seht, die Glocke ist noch dran. Ein weiterer Vorteil von dem Ganzen ist, das passiert sehr selten, dass die Schnur zurückgeflogen kommt. Kann aber natürlich passieren, gerade an hochgehängter oder umgelenkter Rute. Deshalb sind das zwei Glöckchen in V-Form. Das verhindert, dass wenn die Schnur zurückfliegt, damit wir Huddel um die Glocke bekommen. Sondern die Schnur prallt quasi an der Glocke ab und rutscht dort nach unten, gibt keinerlei Verhedderung. Auch so geiles Gadget da dran. So, ich werde es mal hier noch eine Handvoll anderer Glocke anbringen.
Gell, ihr kennt ja so die üblichen Modelle. Da werden ein Großteil wegfliegen. Die andere, die nicht weggeflogen ist, fliegt beim nächsten Biss weg. Also wie gesagt, die Verlustrate ist sehr, sehr hoch. Es geht ja auch nicht darum, was die anderen können. Es geht ja darum, ob diese Glocke hält, was sie verspricht. Und das macht sie definitiv. Kauft man sich einmal, hat man für immer. Unsere Glocke lasse ich jetzt weg. Schneide ich nochmal durch. Und dann werden wir sehen, welche Glocke noch dranhängen. 1, 2, 1. Ihr seht es im Hintergrund. Bis auf eine Glocke sind sie alle weg. Aber ihr kennt das Problem ja selbst. Ich wollte euch das nur noch einmal demonstrieren, wie es wirklich ist. Jungs und Mädels, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einfach ein Like da, abonniert den Kanal Mr. Waller und seid ab dann immer live dabei bei dem, was als nächstes passiert. Wer von euch sein Tackle oder auch diese Glocke gerne online kaufen möchte, der kann das natürlich bei uns machen im Zeckfishing Online-Shop www.zeckfishing.com. Da bekommt ihr alles, was ihr zum Wels- und Raubfischangeln braucht. Einfach im Aktionscode den Codename Eule eingeben, mein Nachname, und dann bekommt ihr von der Firma Zeckfishing noch einmal ein richtig geiles Gratis-Gadget auf eure Bestellung oben mit drauf. Ich wünsche euch viel Spaß mit eurem neuen Tackle und hoffentlich sehen wir uns mal direkt am Wasser. Ciao!